Wie ihr zwischenzeitlich sicherlich schon wisst, gibt es in Witcher 3 vier verschiedene Rüstungssets. Eins davon ist die Katzenschulenausrüstung und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Upgrade von der Stufe 14 Ausrüstung auf die Stufe 20 Ausrüstung bekommt, also die verbesserte Katzenschulenausrüstung. Dabei handelt es sich um 6 neue Schemas, die auf 2 Quests verteilt sind und somit jeweils 3 Schemas beinhalten. Teil 1 der Quest startet durch Adalbert Kernes erste Karte, die ihr beim Kaufmann in Schwarzzweig kaufen könnt. Und die zweite Quest startet durch die Karte, die ihr beim Schmied kaufen könnt. Ich werde die beiden Quests jetzt nacheinander abarbeiten. Die Teile der einzelnen Quests liegen eigentlich ein bisschen beieinander und ihr könntet die gemischt besser einsammeln. Aber das überlasse ich dann euch. Ihr wisst ja gleich, wo ihr die findet. Ach ja, wie üblich braucht ihr die erwähnten Karten natürlich nicht kaufen, wenn ihr die Orte durch dieses Video bereits kennengelernt habt. Ihr könnt die auch so finden, dafür braucht man diese Questkarten nicht. Die Teil 1 Quest besteht aus den verbesserten Katzenstiefel, verbesserten Katzensilberschwert und der verbesserten Katzenrüstung. Die verbesserten Katzenstiefel bekommt ihr im der Abstiegabschnitt von Valen. Das ist ganz im Osten Valens, ein bisschen südlich von dieser Ochsenfurt-Doppelinsel. Noch etwas östlich des Dorfes Torderas, wo ja so ein paar Ghule rumlaufen, findet ihr eine Höhle. Darin wäre auch diese Stufe, ich glaube 30 Quest oder sonst was, Phantom der Handelsroute. Ihr braucht aber so weit in die Höhle gar nicht reingehen. Wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr diese Eingangsmarkierung erhalten habt, untersucht ihr einfach mal die Felswand. Da findet ihr dann bereits dieses Symbol der Katzenschule. Dann geht ihr einfach ein bisschen weiter in die Höhle rein. Und nach diesen rötlichen Pilzen am Boden findet ihr auf der rechten Seite eine Truhe mit dem Schema. Das Schema für das verbesserte Katzensilberschwert findet ihr im Südosten der Stadt Novigrad. Dann nehmt ihr am besten den Wegpunkt zum Südtor und lauft von da aus über die Brücke und dann unter dieser kleinen Häuserunterführung durch. Sobald ihr durch seid, wendet ihr euch nach links, da ist so eine Art Zelt und daneben so ein kleines Gärtchen. Auf dieses kleine Gärtchen könnt ihr draufklettern, das ist eine hüfthohe Mauer. Und dann findet ihr hinter einem der Bäume eine Leiter, die klettert ihr wiederum hoch, gelangt dadurch in ein Haus und darin findet ihr wiederum eine Truhe mit dem Schema. Das Schema für die verbesserte Katzenrüstung steht in Verbindung mit der Stufe 9 Quest von Milch und Finsternis, die sich im Südosten der Sturmfelder Novigrads abspielt. Dort gibt es Eramas verlassenes Anwesen, da könnt ihr natürlich einfach so vorbeikommen, oder aber ihr habt in Novigrad bei dieser Art Pfandleier Gegenstände von Eramas gekauft und dadurch die entsprechende Quest gestartet. Am Fuße der Treppe habt ihr bereits das Symbol zu der Katzenschulenausrüstung gesehen. Geht dann in den ersten Stock hoch, da wäre dieser pentagrammähnliche Kreis, der ein Portal öffnet für diese Milch- und Finsternis-Quest. Und wenn ihr an dem vorbei die Treppe in den zweiten Stock nehmt, kommt ihr da zu der Truhe, wo ihr das Schema für die verbesserte Katzenrüstung bekommt. Damit haben wir die Teil 1-Quest abgeschlossen. Teil 2 habt ihr das erste Teil vielleicht schon zufällig gefunden, denn die verbesserten Katzenhandschuhe gibt es ganz in der Nähe des Startpunktes von Valen an diesem Steinbruch der Alten. Da lockt euch ein Ausrufezeichen hin. Wenn ihr dann in den Steinbruch runtergeht, dann erzählen euch da ein paar Arbeiter oder Wachen, dass ihr verschwinden sollt. Während des Gesprächs noch greifen dann aber ein paar Ghule an, die sind nur Stufe 6. Die könnt ihr, selbst wenn ihr da gerade neu seid, relativ einfach bezwingen. Und wenn ihr die getötet habt, geht ihr in die Höhle rein, aus der sie gekommen sind, durchsucht die südöstliche Ecke und findet da das Schema für die verbesserten Katzenhandschuhe. Das Schema für das verbesserte Katzenstahlschwert ist ebenfalls im der Abstiegabschnitt von Valen, wo ihr also vorher schon für die Teil 1 Quest wart. Der genaue Fundort ist direkt mit der das Gold der Trottel Nebenquest verbunden, die es ja als DLC gab.
Es gibt dort eine Höhle zwischen Torderas und dem Rückeranwesen, so auf halbem Wege zwischen diesen Punkten. Dort geht ihr hinein und dann braucht ihr euch eigentlich nur noch nach links, also nach Osten wenden. Dort solltet ihr im Dunkeln eine Truhe finden, wo das Schema für das verbesserte Katzenstahlschwert drin ist. Wenn ihr das dritte bzw. sechste Schema sucht, dann seid ihr auch schon an einem Ort, wo ihr direkt gleich die Rüstung herstellen lassen könnt. Denn das verbesserte Katzenhosenschema befindet sich im Haus des Waffenschmieds von Ochsenfurt. Es ist also ganz im Südosten der Stadt. Wendet euch vom Schmied aus nach rechts, geht die Treppe hoch, in die Wohnung rein, die Treppe ins Untergeschoss runter, dann die Leiter in den Keller und dort werdet ihr das Ding finden. Ich muss mich für die etwas düstere Aufnahme hier entschuldigen. Ich hatte vergessen, einen Katzentrank einzuwerfen. Ihr müsst einfach bis ans andere Ende des Kellers durchgehen. Dort findet ihr zur rechten und linken dann zwei Zellentüren. Und neben der rechten Zellentür ist an der linken Wand ein Ziegel, den ihr eindrücken könnt. Dadurch öffnet sich eine Geheimtür zwischen diesen beiden Zellentüren. Und in dem Geheimraum findet ihr dann das Schema für die verbesserte Katzenhose. Damit habe ich euch jetzt alle sechs Schemas gezeigt. Ihr könnt euch daraus, wie gesagt, eine Ausrüstung für Stufe 20 basteln lassen, beziehungsweise die Waffen sind Stufe 19. Und wie ihr dann an die überlegende Katzenschulenausrüstung kommt, zeige ich euch im dritten Video. Und wie üblich möchte ich euch an dieser Stelle mal wieder bitten, den Like-Button hier auf YouTube anzuklicken, falls euch dieses Video weitergeholfen hat. Vielen Dank!